denn ins Leben ist hart. Ihr springt Ski für Finnlands Ehre. Doch noch nie hat Mika Erfolge gehabt, obwohl er so gern ein Star wäre. Mikas Frau ist ein echter Tyrann, sie schlägt ihn, wo sie ihn treffen kann. Mika hat wirklich was Besseres verdient. Diese Frau ist ein Ungetüm. Nicht selten, dass sie ihm die Peitsche gibt und sie demütigt ihn. Vorige Woche hat er wieder verloren. Als er heimkam, begrüßte sie ihn mit den Worten: Mika, du Saufkopf, hast du wieder verloren, hast du schon wieder versagt. Mika, ich nehm dich bei deinen Ohren, wehe, wenn du dich beklagst. Wenn er nach einem Springen heimwärts geht, dann wird ihm ganz kalt ums Herz. Er weiß, dass sie ihn niederschlagen wird, und er hat solche Angst vor dem Schmerz. Zitternd vor Furcht läutet er an der Tür, seine Gemahlin macht auf und sie sagt: Mika, du Saufkopf, hast du wieder verloren, hast du schon wieder versagt. Mika, ich nehm dich bei deinen Ohren, wehe, wenn du dich beklagst. Oft schon hat Mika daran gedacht, sich am Klo die Kugel zu geben. Doch seine Frau hätte eh nur gelacht und hätte ohne ihn ein schönes Leben. Deshalb versucht Mika im Casino seinen Frust abzubauen. Er spielt bis in die Früh um 2:30 Uhr, die Brieftasche leer und die Leber wie Blei. Als er ankommt, hört ihn seine Frau und sie sagt: Mika, du Saufkopf, hast du wieder verloren, hast du schon wieder versagt. Mika, ich nehm dich bei deinen Ohren, wie wenn du dich beklagst.